Steffen Heyer. So, warum wir eigentlich das Video aufnehmen, ist folgender Sachverhalt. Weil ich habe der Gina was bestellt. Und am Ende ist es ja auch für euch alle im Prinzip. Und zwar so ein Paket. Der ein oder andere kennt die Firma. Ich habe es jetzt extra so rumgemacht, weil von der anderen Seite sieht man, was drin ist. Also es wird nicht so die große Überraschung jetzt sein für Gina. Weil die haben den Karton so geil gemacht, dass da schon drauf gemalt ist, was drin ist. Und das Girlie ist auch schon wieder neugierig. Girlie. Neugierig? Aber ich bin trotzdem gespannt, wie es aussieht, wenn es ausgepackt ist. Ja, das bin ich auch gespannt. Also zugeknotet haben sie es gut, ne? Ja. Was können sie bei Rolei? Ich weiß gar nicht, wie das gesprochen wird. Rolei oder Rolei? Ich habe keine Ahnung. Doppel-L Rolei. Rollei. Ein Rollei. Natürlich, ist ja bald Ostern. So, hier steht hier. Light up, you. Licht ab, irgendwas. Creativity. Ja. Erleuchte deine Kreativität. Sowas kaufe ich dir, ne? Sowas haben wir da. Oh! Eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung. Im schicken Weißdesign. Im Schneeweiß, passt zum Wetter. Eine Handyhalterung. Hm. Ah, hier, die ist ja mit so flexibel, guck. Ja. Und ein Kabel mit, also USB-C. Ladeviech halt. Genau, da kann man dann so einspannen und dann kann man es entweder hochkant oder quer, je nachdem für welches Format man das jetzt gerade macht. Also Fernbedienung haben wir. Ah, hier muss man bestimmt noch eine Batterie reinmachen. Siehst du, jetzt habe ich ja doch eine Stange, an der ich tanzen kann. Ja, die Tanzstange ist gekommen. Also ausziehbar bis 1,50 Meter, also die müsste größer sein als du. Ja. Um wenigstens, stellen wir auf den Boden, wir überprüfen das. Ja. Selbstverständlich ist die Stange schon größer. Ich habe mich gefunden. Oh, du blutest, soll ich filmen? Liebe Grüße gehen raus an lange Reisen. Ich habe mich hier irgendwo an dem Dings. Nee, wahrscheinlich hier am Nein, am Gewinde. Ja? Habe ich mich geschnitten? Ja, willst du sie auch noch schneiden jetzt? Naja, wenn, dann mach mal richtig Blut. Okay, man muss das nächste Mal aufpassen, ne? Schwerst verletzt hier. Für meine Karriere. Ja. Blutig. Als Vloggerin. Wow, das ist cool, das kann man dann auch, da kann man sich bestimmt auch hier vorne so ein Staubwedel ran machen und da können wir die Spinnenweben dort oben alle wegmachen und so. Willst du erstmal ein Pflaster drauf machen? Soll ich mal die Videoaufnahme unterbrechen? Ja. Ich unterbreche mal kurz, Leute. Man muss erstmal notärztlicher Einsatz stattfinden hier. Hä, wo hat man sich denn hier? Hier ist doch gar nichts scharf. Komm. Vielleicht doch am Karton, wa? Was? Vielleicht doch am Karton. Also ich kenne das ja, dass man sich an Papp... Ich habe es ja sogar gespürt und dachte mir doch, hör, bin ich jetzt hängen geblieben? Hm. Und dann hat es aber schon angefangen zu brennen. Okay. Das ist richtig scharf, das Gewinde. Okay. Na, ich kaufe dir nur scharfe Sachen. Für ein scharfes Mädel scharfe Sachen, ne? Ja. Das ist ja wohl klar. Passt nicht, dass im Fernseher. Die ist wirklich groß.
Die Stange ist größer als China. Cool. Aua, ich höre Aua aus dem Bad. Ah, da hast du genau aufs Gewinde getatscht wahrscheinlich. Ja. Ah, nicht gut. So, ich mache jetzt mal kurz Pause. Wir melden uns wieder, wenn Gina wieder unter den Lebenden ist. Ach, ist schon fertig. Also brauche ich nicht Pause drücken. Nein. Alles klar. Oh, ich habe immer noch ein bisschen Schnupfen. Jetzt da, ja. Pflaster, verarztet. Einmal pusten, Leute. Warte. So. Bitteschön. Alle so neugierig, oder Leute? Ah, der oh, ein Plattenteller. Ich mache das dann. Nee, andersrum. Das ist oben. Das muss das Gewinde. Ich hab doch gerade gesagt, andersrum. Oh, mein Bauch ist so. Ja, weil das ist ja die Tanzstange. Und die erotischen Tanzvideos, die seht ihr natürlich auf dem anderen Kanal von uns. Aber die ist jetzt nicht komplett ausgefahren, ne? Nein, ich habe ja auch Angst. Okay. Oh. Ja gut, jetzt ist das Gewinde ja verpackt. Muss ja auch natürlich nicht. Ja. Muss ja nee, muss ja, nee, muss ja nicht da oben sein, ne? So. Chinas Helligenschein, genau. Ja, muss man verdienen, dann kann man die einfach kaufen. Okay. Das ist ein Riesenteil, oder? Hätte das jetzt nicht gedacht. Hier, das ist ein Gewinde. Ja, da kann man noch vielleicht irgendwas anderes reinmachen. Ja. Hier ist auch noch. Ist ja schon ein bisschen Akku drauf. Nee. Da muss man bestimmt. Warte mal, hier ist was. Was ist hier für ein Hebel? Das ist der Anschalter hier, ne? Ah, kein Akku drauf. Also brauchen wir Ladekabel. Man will das ja testen. Auf jeden Fall. Klick. Du hast da ja was. Ich habe was vorbereitet, genau, unterm Sofa. Da liegt jetzt nämlich unsere ganze Technik unterm Sofa. Ja, die blinkt schon. Der Akku muss geladen werden, deswegen. Mhm. Also wir müssen jetzt tatsächlich den Akku erstmal ein bisschen vorladen. Ja. Weil ansonsten macht es blink, blink. Oder ich habe hier irgendwas falsch eingestellt. Nee, der Akku ist so leer, dass es nicht hält, weil da die... Also ihr seht ja, was es ist. Es ist eine Ringlampe. Wir können jetzt erstmal kurz laden lassen. Genau. Und dann, wenn es 10 Minuten, Viertelstunde, sollte es eigentlich schon besser gehen. Dann ja. Können wir es ja nochmal probieren mit der Fernbedienung. Genau, weil der Akku ist komplett leer. Der muss geladen werden, ansonsten geht's nicht. Der Akku, der hier drinne ist, das weiß ich, das habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen, wenn man jetzt hier sein Handy einspannt, um irgendwelche Videos zu drehen mit dem Licht, also ne, kann man das Handy hier Tatsache anklemmen und das ist auch eine interne Powerbank. Man kann sein Handy konstant mit dem Licht zusammen in Benutzung aufladen. Ja. Wie gesagt, das ist ein Ringlicht für Vlogs, für... Zum Beispiel in der Küche wird sich das ganz gut machen. Man kann es ja hier auch nach vorne wegkippen und so weiter. Aber das zeigen wir euch dann nochmal, wenn Akku ein bisschen voll. Bis dahin. Bye, bye. Bis gleich eigentlich.
So, jetzt läuft die Videoaufnahme wieder. Ja, der Akku hat jetzt hier schon mal ein Strichchen. Ihr seht, wie China unbelichtet ist, ne? Total. Wir machen das Gerät mal jetzt hier an. Ich halte mal das Handy hier so in den Ring. Achso, das Gerät muss ich hier anschalten. Oh! Und das ist jetzt nicht mal hell. Aber man kann hier an dem Gerät noch heller schrauben oder dunkler halt, ne? Dass das halt nicht so doll ist. Ja, auf jeden Fall absolut krasses Teil, finde ich. Oder andere Farben, das kann man auch machen. Das kann man hier, wenn man den Knopf gedrückt hält, eine andere Wärme einstellen. Also, die Erblindung ist definitiv gleich mit umgekehrt. Nein, ich drehe jetzt sind wir auf 1% Lichtstärke nur. Also man kann hier auch so ein bisschen wärmere Töne machen. So zum Beispiel finde ich total toll. Sieht richtig professionell aus. Mhm. Ja, das Handy kann man jetzt hier an dem Gerät hier, ich spann's mal ein, also es wird jetzt mal kurz Mode sein. Und man kann sich dann jetzt hier halt einrichten, wie man es braucht. So, jetzt klebt das Handy da in den Ringlicht. Da kann ich immer so bekloppt reingucken. Hallo. Ja, krasses Teil auf jeden Fall. Ja. Finde ich, man kann es auch, das ist ja dann auch das Gute für die Küche, hier lose schrauben und man kann das dann halt nach vorne wegkippen. Ja, und vom Licht finde ich das toll. Also man hat hier wirklich hier total einfach zu bedienen, nachdem ich die Fernbedienung oder nachdem ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, wie es geht, nachdem ich mir eine Bedienungsanleitung runtergeladen hatte. Ja, dann gibt es hier noch verschiedene Spielmodis, ne? Sowas zum Beispiel, dass es verschiedene Farben macht oder so, ne? Muss man jetzt nicht haben. Und die Standardeinstellung, ne? Hier kann man dann auch umschalten auf warm, kaltes Licht, ne? wie man braucht. Also schon nicht verkehrt. Und ein Riesenteil, hätte ich nicht gedacht, dass das so groß ist. Wie gesagt, ist ja größer als du, der Gerät. Ja, ja. Ah, es spiegelt sich sogar da hinten im Fenster. Ja. Ja. Nee, schon krass. Also auf jeden Fall, wenn man das jetzt hier wieder ausmacht, seht ihr den Unterschied. Ja, also es ist richtig, ja, das ist wirklich, ich mach nochmal an. Das ist ein richtiger Unterschied. Also das wären geile Videos. Ja, und wir haben es, also ich habe das natürlich, weil ich ja, ich kann das Licht anlassen, das sieht viel besser aus. Ja, wir haben das Gerät, also ich habe das gekauft, natürlich ich als Schnäppchenjäger, war gerade, leicht beschädigte Verpackung und sowas. Es war tierisch runtergesetzt. Rolei gibt den Preis mit 299 Euro an, den ich absolut übertrieben finde, also richtig übertrieben finde. Aktuell gibt es das Gerät für das gleiche, ne, RGB, also rot, gelb, blau, Grundfarben, farblich verstellbar, für 99 Euro. Und da bei uns die Verpackung beschädigt war, der Rest funktioniert ja alles super, 60 Euro. Und da kann man mitnehmen, denke ich. Für 60 Euro kann man ja, wie gesagt, man kann es hier abkippen und ja, und man sieht auch hier, guck mal, jetzt, wie der Finn im Dunkeln sitzt. Ich drehe das jetzt mal einfach. Ja. Jetzt sitzt der Finn im Hellen. Das kann ich hier natürlich auch nochmal heller drehen. Ja, machst du gut. Ja. Da kommt sogar die Pearly raus. Ja, plötzlich ist die Sonne aufgegangen. Ja, gell? Aber sowas plötzlich von. Plötzlich ist die Sonne da. Ja. Und die Wärme kann man hier auch einstellen. Ne? Hier richtig, jetzt wird es richtig kalt, das Licht. Oh, da will die Pearly ein Jäckchen anziehen. Ja. Wobei das richtig geil aussieht. Auf dem Video jetzt hier gerade. Und jetzt mache ich mal auf warm. Also auf warmes Licht. Jetzt merkt man schon, kommt viel mehr Gelb mit durch. Ja, das kann man dann halt die Stimmung ein bisschen anpassen, wie man es gerade braucht. Also ich würde hier so ein Mittelding nehmen, so um die 4000 Kelvin. 3,7 sieht ganz gut aus. Denke ich, so passt das optimal. Ja, rein kannst du bellen. Synchronschwänzeln da. Rein kannst du bellen. Wo ist die Pearly? Ja, da ist die Pearly.
Ihr wollt noch ein Leckerli haben, gell? Ja? Ja, genau. Ehrlich? Ja, okay. Warte, Moment, ich muss das Licht auf dich machen. Ja. Damit man das auch. Ey, das sieht richtig geil aus. Ich musste gleich sehen, wenn wir uns das mal angucken vorher. Mhm. Ich also, Leute, ja gerade nicht. Also, Leute, ihr, wir verabschieden uns. Ihr habt es jetzt gesehen. Wie gesagt, wir haben uns das selber gekauft. Das ist kein gesponsertes Gerät von der Firma oder wie auch immer. Von daher verzichte ich hier in dem Video auf eine Werbedings da, weil wir machen keine Werbung für das Gerät. Wir wollten euch bloß zeigen, dass unsere Videos in Zukunft oder speziell Ginas Videos werden wohl lichttechnisch aufgebessert. Ja, bis dahin würde ich sagen. Bye bye. Däumchen nicht vergessen, ist klar, ne?